Moin, meine lieben Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge Bomb Simulator. Und wir wollen es diesmal schaffen. It is night. What now? What the? Another hobo sign appeared out of nowhere. It says, I went this way. Those glowing arrows will lead us to the escaped experiment's hideout. Ja. Versteckspiel. Wir müssen uns aber beeilen. Das geht, glaube ich, nur bis... Was war das? 1 Uhr morgens? Alter, ist das schon wieder spät. Wie sollen wir das denn schon wieder schaffen? Naja, er kann ja ordentlich schnell fahren. So ein bisschen wissen wir den Weg ja auch schon. Another sign. We're on the right track. Keep looking. So. We aren't there yet. Da ist noch was. Seems we're going the right way. Ja. Das hoffe ich doch. Da ist noch eins. We're getting close. I can sense it. Nee, ich habe jetzt keine Zeit für euch. Da unten ist das nächste. I think we're almost there. Na ja, fast, ne? Yes, the safe house is here. Ah. Tritt den Unterschlupf. Password? What? Wrong. Wrong again. I'll give you one more chance. Wait. You're a victim of evil way experiments, aren't you? Hm. Father said you might come. Come in, brother. Alter, wie sieht die denn aus? Ach du Kacke! Surprised? We are rats. We are radical. We are radioactive. We are rats. Got it memorized? Good, because it is also our password. Use it next time. Come, father is waiting for you. Ich kann aber nicht sprechen. Ich kann nur... Ich bin halt dauerbreit. Ah, hallo Splinter. Ah, yes. I was expecting you. Oh, I totally told them that already. As well as the part about radioactivity and our gnarly name. Like the one I came up with. Trixie, stop spazzing. Go guard the door. I'll be back. Hello, Meister Splinter. Excuse my children. We've been trapped in Evil Way facility for an eternity. I'm just excited to finally see the outside world again. Wait. You're the legendary hobos and rejects who disappeared without a trace in the 80s. Yes, and now we're back, and we want our revenge. I see that you were able to follow my glowing piss trail. Remarkable. You might be the one we need. Unlike us, you can walk in the streets in broad daylight with hardly anyone noticing you. Perfect agent against our common enemy, the Evil Way. With your pigeons and my children, we will take back what is ours. However, word on the street is that you lost your legendary status.
I need to be certain that you can handle even the grodiest scenario. Prove to us that you are bad to the bone. We can continue then. Trixie will escort you to the door. Mm-hmm. I told you I'd be back. Ich muss zwei Basen der Bugs einnehmen. I bet those filthy bugs are responsible for such rumors. Let's take over some of their pathetic lairs. That should show everyone who's the boss around here. Eine haben wir ja schon. Ich würde mich hier kurz mal umgucken, ob hier irgendwas Geiles ist, aber ist nicht, ne? Ist das da oben schon eine Base? Nö, aber hier. Ach, da ist noch einer. Blindfisch. I was starting to lose hope. You have my thanks. Yeah, thanks. Okay, man. Creep gerettet. Da hinten war auch keine Base. Irgendwo war doch... War das nicht hier in der Nähe? Hier dieses... Einkaufszentrum. Das war eher da, ne? Okay. Was ist da denn jetzt hier? Ach, das ist wieder so ein Zielübungskacke. Auch kein Mensch. Das Geile ist, wenn das hier eine Bugbase ist, warum stehen die Parkplätze voll vom Supermarkt? Vom Supermarkt. Ich kann gar nicht so richtig sprechen. Yeah. Ich muss da irgendwie rinnen. Habe ich mich verjagt. Had enough. Oh, ich muss unbedingt was essen. That'll teach ya. Stay focused. Another bug swarm is heading towards us. Stufenaufstieg hatten wir auch. Noch einer. Watch out! More bugs are crawling our way! Victory for the creeps! So, das hätten wir. Ich finde die Base eigentlich ganz geil. Ich fand es jetzt ein bisschen komisch, dass die hier überall gespawnt sind, irgendwie. Also vom Ding her könnte man die hier gut beschützen, ne? Einfach hier... Ja, ich muss was essen. Wenn die aber auch bei einem Überfall so blöd spawnen... Wäre das nicht so schön. Aber im Endeffekt könnte man ja hier... Ach ja. So, was nehmen wir denn noch? Kann man denn hier? Fäuste aus Stahl. Jeder Schlag kann einen Feind potenziell umwerfen. Reduziere eingehenden Schaden, wenn dieser geblockt wird. Ich würde auch gerne mal hier so hin. König der Creeps. Besseres Werkzeug. Schenken die Materialkosten für alle Bauwerke. Alles Könner. An allen Bauwerken wird nach dem Ende von Überfällen ein wenig Robustheit wiederhergestellt. Verteidigungsbauwerke verursachen mehr Schaden. Klebeband erhöht die Robustheit aller Bauwerke.
Kann ich das schon kaufen? Ja, geil. Ich kann einfach nehmen, was ich will. Und ich fange hier an, immer von vorne. Mhm. Erhöht die Menge der erhaltenen Erfahrungspunkte. Hätten wir auch mal nehmen können. Naja, gut. Gott. Wir gehen mal in den Unterschlupf. Karl kackt gerade ein bisschen ab. Der kommt da nicht wirklich runter. Aber jetzt, oder? Ja. Komm, Karl. Wir müssen wieder in den Unterschlupf. Zement mal. Boah, den retten wir auch nochmal. Dann müssen wir unsere Base im Moment nicht selber verteidigen. Ups. Oh. I knew the creeps wouldn't leave me. You can count on me. Ja. Yep. Gerettet. Da ist aber auch die Map zu Ende. So, dann gehen wir mal zu Meister Splinter. Geil wäre natürlich, er ist ja der Vater. Und er sieht ja wirklich so ein bisschen aus wie Meister Splinter mit seinem Stock und so. Viel geiler wäre doch noch, wenn die auch an Schildkröten ihre Experimente gemacht hätten. Und die Kiddies da im Endeffekt als Schildkröte rumgelaufen wären. Chill, I'm just pulling your leg. Come on in, bro. Bro. Let me tell you about my master plan. Okay. Evil Way has used an infernal machine to change our minds and bodies. My children discovered that it is currently hidden in the basement under their headquarters. If we want to bring everything back to normal, we'll need to get our paws on it. In order to do so, we need three things. First, we need a way to access the Evil Way HQ. Second, we need a way to get any security and personnel away from the machine so we can snatch it. Lastly, the machine itself is huge and heavy. So we need a way to transport it to our base. Luckily, I found a solution to the first problem. There is a certain police officer who agreed to get us inside if we can help her out first. We can't do this alone, though. We need a daywalker for this. That means you. Please, take care of it while I plan our next step. Trixie, escort your new brother out and tell him where to go next. Come on, big boy. I'll mark where to find the Lady Popo on your map. Frau Popo. Darf ich mich jetzt hier mal umgucken? Das finde ich ja geil. So ein Bauwerk könnten wir uns auch machen, irgendwie. Aber ich kann ja irgendwie noch keine Türen bauen, oder? Ich bin einfach zu doof. Also eine Hütte wäre schon cool. Let me get this straight. Not only are we working with rats now, but we're also going to help out a pig. Damn, pal. I never thought our animal friendship would extend beyond pigeons. Guess I was wrong. What animal will we do next? Maybe something normal for a change. Like a cat or a dog. Or a chili dog. Or a corn dog. Or even a good old regular hot dog. Sorry. I just wish I could taste food again. I'm ready to work with a police officer as long as it brings me closer to recovering my body. Just be sure not to mention this to any other creeps. Whatever respect we have would disappear immediately.
Jetzt bin ich gerade. Das ist bestimmt irgendwie eine Nebenmission, oder? Eigentlich müssen wir doch bestimmt dahin. TTT. Das ist eigentlich unsere Base. Da ist unsere Base. Hier ist aber auch eine Base. Also ich finde die hier gut, die ist halt aber auch nicht wirklich zentral. Ich hätte gerne mal so eine zentrale Base, aber... Ich denke mal, wenn ich die verteidige, spawnen die eh auf dem Dach, oder? Falls das einer von euch schon weiß... Schmerzer, geht an dich. Du hast da ja schon ein bisschen mehr von gesehen von dem Spiel. Gib doch mal deinen Senf dazu. Das wäre nämlich interessant. Sonst würde ich die Base als nächstes nehmen und da mal ein bisschen was aufbauen. So richtig mit Hütte und so. Das fand ich eben cool, das Haus. Ihr wisst ja, bauen mag ich. Nur bis jetzt war das irgendwie strange. Vielleicht muss ich auch einfach noch mich mal ein bisschen mehr mit dem Baumenü auseinandersetzen. Aber in dem Park waren wir ja auch schon. Da vorne ist sie. Mal gucken, was sie sagt. Wie die aussieht. Kommissarin Alex. Hallo. Hey, Cutie. A little mouse told me that you could help me, so I can help the little mouse in return. There are some nasty boys out there, really nasty ones. They think the police can't touch them, but I can, and I will. I will touch them, and I will punish them. With your help, of course. No, not Evil Way. They're not the only big, rotten banana in the bunch. One good-looking politician is taking bribes in exchange for illegal construction permits. He demolished an animal shelter and is now overseeing the construction of a casino in its place. He has friends in a police department. I'd lose my job if I approached him directly. However, if you bring him here, well... Let's just say Officer Alex will show him how a helpless doggy feels. Well, okay. That was a fine lady. Yes. The construction site she mentioned is just around the corner. Let's do it fast. I already feel sick helping out a police officer. And as you probably noticed, I have no means of throwing up. Ja, aber ich würde einmal kurz zu unserer Base. Das ist ja eh hier bei uns in der Nähe. Oder bin ich jetzt behämmert? Orientierung wie eine Bockwurst. Nee, da weiter runter. War ich doch nicht ganz falsch. Ich will irgendwie so ein geiles Ding bauen hier. Ja, mal ganz kurz im Baumodus. Katalog öffnen. Ja, nicht Produktion. Burgwand. Burgtürrahmen. Pappwand. Hier soll ja eigentlich noch mehr sein. Da ist der ganze Kram, siehste. Eine Metallwand könnten wir auch bauen. Boah, jetzt geht's los hier. Das Einzige, was wir noch nicht... Eine Metalltür haben wir schon, ja, schon geil. Hier haben wir aber auch eine Burgtür.
Nein, ich will hier. Burgtür, Pappe und Nägel. Ach, wir brauchen mal Nägel, ne? Was haben wir denn jetzt hier? Burgfensterrahmen. Brauchen wir den? Ja, das wird unsere Eingangshalle, wa? Okay. Burgwand. Burgfußboden. Pappfenster. Jetzt brauche ich erstmal Boden wieder, wa? Keine Pappe mehr. Na, das ging ja fix. Dann bauen wir uns hier so eine schöne Burg. Müssen die Dinger da aber auch noch rein. Und dann geht das ab. Ups. So, Baumodus verlassen. Ja, sieht schon also mega aus. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ihr kennt das. Daumen nach oben. Abo, wenn ihr neu seid und so. Würde ich mich tierisch über freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge Bump Simulator. Bis denne!